Du hast mir aber deine Sachen geklaut. Doch, die Alter. Nicht ihr, ja. Meine Gruppe. So. So. Was? 35. Also das muss noch ein bisschen höher. Was war das jetzt? 67? Hat gerade jemand von euch Gruselmusik an? Beziehungsweise irgendwas anderes? Also ich nicht. Ich hab grad so die ganze Zeit so Schauermusik. Und es ist nicht meine. Oh. Vielleicht will ihr die Musik etwas sagen. So, hab ich was verpasst? Ja. Ja, ich trägert euch. Das ist nichts Neues. Ja, Standard halt. Standard. Standard. Mit O und R und D. Standard. Du hast das stumme Q vergessen. Schlecht, 6 Sätzen. Wie bei Gnania, das stumme G. Und Creeper. Obwohl, der könnte eigentlich mein Haus ein bisschen erweitern. Der Creeper? Ja. Der hilft mir beim Loch ausleben. Ich weiß nicht, was der Junge vorhat. Kacken. Sagt uns. Erstens muss ich mal 62.500 Blöcke abbauen. So. Jetzt bin ich auf Höhe. Du hast aber nicht einen Excavator oder auch keinen Hammer, wo du 3x3 Blöcke abbauen kannst. Nein. Das wird also schwer. Aber ich bin zuversichtlich und ein Idiot. Also beim zweiten kann ich dir definitiv zustimmen. Ja, deswegen also. Geklappt. Ich hab was falsch gemacht. Aber das war zu erwarten. Du hast durch das falsche Nasenloch geschnieft? Nein. Ich dachte. Boah, ein String. Den könnte ich gut im Real Life gebrauchen. Oh yeah. Nein, nicht so ein String. Oh, redet was los, hallo. Das Portal steht ja an einer ganz, ganz ungünstigen Stelle. Tja, deswegen habe ich noch kein Nitro-Portal. Ach, Scheiße. Mach, nee. Was denn du schon wieder? Ich bin einfach... Alles außer gut spielen. Schlecht. Sag dich doch. Krieg das nicht, so eine Scheiße zu bauen, ey. So, Creeper. Also, Scheiße bauen kann ich gut. Creeper, du kommst jetzt her? Ja. Jetzt gehst du in die Luft. Danke. Perfekt. Eigentlich müsste ich bei meinen Videos dann so einstellen. Für alle freischalten, außer Blub. Ehrlich, ich tue doch gar nichts. Ich bin doch ganz lieb. Ja, stimmt. Du machst ja nur TNT-Spalte irgendwo hin. Das hat dir ja nicht geschafft. Ins falsche Biom. Ja, das muss ich mir noch lange anhören. So, ich handle jetzt. Wer von euch braucht Sand? Ich brauch Steine. Ich baue es gerade ab. Sand, das ist eine wertvolle Ressource. Ja, sehr, sehr. Naja, für mich ist es noch wertvoll. Na gut, jetzt nicht mehr, ich habe genug. In meinem tollen Biom gibt's das ja. Also in meinem tollen Biom gibt's einen Hafen. In meinem tollen Biom gibt's gleich ein riesiges Loch. Habt ihr eigentlich mittlerweile die Schwarzeiche angepflanzt? Nein. Ich weiß nicht, wo die Setzlinge sind. Ja, Schwarzeiche. Doch, die habe ich angepflanzt. Hast du nicht? Wie? Nein? Sie musst ein 2x2 Feld anpflanzen. Das hast du wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Vielleicht. Das war zu erwarten. Und ich hab's noch in irgendeiner Truhe, weiß ich nicht. So behandelt ihr meine Geschenke. So. Ich komme nie wieder zu euch. Oh. Ist es, um euch zu beklauen. Traurig. Nicht. Ich habe vergessen, was ich mir holen wollte. Ach ja, genau, da war es wieder. Stein. Oder Eisen. Beides. Eisenstein. Stein, Eisen. Ja, ein Eisenstein. Reifstein. Eisenbanken. Reifstein.
Alter. So. Totenstille. Weiß da nicht jemand, ob man mit dem Pferd in den Nether reisen kann und damit rumlaufen kann? Warum willst du das Pferd jetzt holen über ein Nether-Portal oder was? Würde wahrscheinlich rein theoretisch möglich sein. Es kann doch nicht in Lava schwimmen. Ja, und auch nicht mal in Wasser kannst du schwimmen, aber dann kannst du nicht mehr reiten. Ja, genau. Das ist doof. Habe ich mich gerade mal irgendwie gefragt, was wäre, wenn ich eins mit hinnehmen würde? Ich glaube sogar, das wird sterben. Bisschen. Ja, es gibt den Nether ja bis Lauf, zum glaub, Tod. So, du verpisst dich jetzt bitte mal. Nein. Ich rede dich doch gar nicht, Mann. Ich rede nicht mehr mit euch. Also, fühle ich dich immer angesprochen. So, wer braucht jetzt Sand? Ich nicht mehr. Ich auch nicht. Frage. Ich glaube, es ist einfach irgendwo Stein. Ist so. Mach. Das ist im Urin, ne? Ja. Oh, Nierenstein, Alter. Ich würde gern fliegen können. Hier so. Das ist mich ganz schön ätzend. Immer das kann ich für dich übernehmen. Okay. Das schaffe ich. Dann kannst du fliegen. Wie ich hier einfach so YOLO zwischen den ganzen Spalten rumspringe. Du hast es einfach drauf. Hm. Sag dir und stopp 5 Minuten. Später. So wie ich immer. Okay, das ist dann nur keine Überraschung mehr. Ich sollte ein Tutorial machen, how to die in Minecraft. 30.000 Wege zu sterben. Irgendwann am Ende dieses Let's Plays werde ich mal so eine... Nicht sterben? Ach, das kannst du in den Wind schießen. Werde ich eine Fail-Competition hochladen mit all meinen Toten. Ewiges Schneiden. Da hast du lange zu tun. Ja. Ich würde die jetzt schon mal aufnehmen. Sind sie doch. Hallo? Okay, die haben mich nicht gesehen. Was wollte ich jetzt nochmal hier? Ja, aber nochmal extra rausschneiden. Oder nimmt der hier offscreen auf? Nein. Wäre dumm. Das würde man ja auch sehen in der nächsten Folge. Offscreen aufnehmen macht ja auch so viel Sinn, ne? Ja. Ja. Oh Mann, ich glaube, ich komme mal wieder zurück. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Witzig. Verstehst du? Nee, das ist heiß. Nee, die Hölle ist warm. Wow. Lag. Wow, ein Stuhl. Also ich kann mit flüssig 60 FPS aufnehmen. Ich habe keinen Lag. Da komme ich nicht ganz hin. Ich krauche bei 50 rum. Blub, hast du eigentlich ein FPS-Cap drauf in den Einstellungen? Gute Frage. Weil wenn du dich drauf hast, dann ist kein Wunder, dass du keine 60 FPS hast. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dann ist es kein Wunder, dass du keine 60 FPS drauf bekommst. Ich sehe schon, ich muss da noch mal ran. Redstone. Oh, ich habe schon wieder all meine Level verloren. Es kommt davon, wenn man die ganze Zeit stirbt. Aber ja. Ich habe auch erst 9 Level. Ich habe schon verstecke mich 25. Immer. Na gut, stimmt. Wer hier offscreen aufnimmt, wollte ich schon wieder sagen. Wer hier ohne die anderen Leute aufnimmt, asozial wie ihr seid. Ja. So, jetzt nehme ich schon meine Cheater-Maus. Wieso das denn? Ja, ich kann da meine Tasten einrasten lassen, dann brauche ich nichts mehr drücken. Kann ich erstmal mich ausruhen. Auch nicht schlecht. Er baut ja auch so automatisch ab. Na, was musst du denn sonst drücken? Ja, ich müsste die Maustaste gedrückt, dann ist anstrengend. Krieg ich einen Krampf von. Pussy. Nee, das ist so anstrengend, so. Das kannst du doch nicht sagen. Oh. Giftige Dämpfe stoßen hier auf. Ich bin kein Gamer, ich bin ein Student. Kein Student. Student ist man ja in Japan. Ich bin Schüler.
Dark Green, kann es sein, dass du einen Kompass vermisst? Mein Kompass! Jetzt hat er die Orientierung verloren. Bin gut ich, gemacht. Mein Gott. Ich habe gerade gesehen, dass ich zwei im Inventar habe. Ja, mein Kompass würde ich will auch den haben, wo hinten drauf steht, du bist scheiße. Das ist nicht meiner. Für die den finden sollten. Das ist mich scheiße. Das ist noch Gold. Wenn er mich beleidigt, schmeiß ich in Lava. Hier ist wieder ein Slime. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Aus dem Arsch. Nein, die spawnen ja nur in. Ach, die spawnen ja wahrscheinlich immer noch auf den Höhen, ne? Früher sind die ja nur auf einer bestimmten Höhe in bestimmten Chunks gespawnt und dann aber irgendwann auf Sümpfen. Ja. Auf sicher, ich hab's Slime. Können, sollten ruhig mehr Slime spawnen. Ich finde, das spawnt schon genug. Ich hab bisher noch keinen gesehen und ich brauch Slimeballs. Ich hab ganz viele. Im Sumpfbiom? Nö, da zum Glück noch nicht. Ich mag das Sumpfbiom nicht, das ist das Hässlichste, was du finden kannst. Ne. Ich fand das mal ganz cool. Ich hab eine Phobie Kompass. Gegen Tiger. Ich bin jetzt ein... Ich bin bei dir. Du bist nicht bei mir. Du bist nicht bei mir. Da war ich doch eben. Oder natürlich, ich stehe direkt neben deinem Bruststand. Oh. Ich tu's mal in die Kiste drin. Geh weg von meiner Shisha. So, der ist in der Kiste drin. Glaub ich dir nicht. Ja, gib hier los. Das Misstrauen gegeneinander. Dann rotte ich dich aus. Ich hätte gerne Messer. Bitchfight! Solche. Ich will jetzt gerade Skyrim zocken. Gibt's nicht. Ja. Fußruder! Dann baue ich den Hafen. Legt sich jemand von euch eigentlich der Elder Scrolls Online zu? Boah, das haben mich jetzt schon einige gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde es mir gerne zulegen, aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Bezahlmodell hinterherbekomme. Dabei habe ich dann wahrscheinlich ein paar kleine Problemchen. Ich glaube, das ist das einzige Online-Spiel, wo ich monatlich sogar bezahlen würde. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich habe nicht das Geld dazu. Das ist immer das Problem. Du kriegst im Monat keine 13 Euro drauf? Ich weiß noch nicht, wie viel es kostet. Nein, ich habe... Na, steht schon fest, es soll im Monat 12,99 kosten. Ja, könnte man sich das jetzt dann nochmal überlegen. Das ist ja gar nicht so also, teuer. Genauso wie WoW. Nur, dass du, glaube ich, keine CD dazu bekommst. Also, musst du keine kaufen. Soll das hier so eine Art Tor werden bei dir? Ja, genau. Was? Bei World of Warcraft muss man noch extra noch dann dazu zahlen? Ja, da musst du doch so eine komische CD kaufen. Aber wie mittlerweile kostet das denn? Kein Geld mehr. Die kostet mittlerweile kein Geld mehr. Also, ja. Also ich habe bei uns gibt's glaube ich World of Warcraft mit allen DLCs außer Mists of Pandaria für 14 Euro oder so. Ja, na, das ist liegt aber auch schon daran, dass die meisten DLCs auch schon so lange draußen sind. Ja, und WoW ist sowieso bald free to play. Also wird ja bald sowieso untergegangen vom Zahlmodell. Echt jetzt? Sicher. Ja, also habe ich irgendwo Blizzards gehört, dass wir das machen wollen. Geldeinnahme. Das glaube ich nicht. Aber die Spieler werden ja so wenig. Das lohnt sich nicht mehr wirklich. Naja, so wenig ist immer noch das Größte, was es gibt. Naja, es soll im MMO-Bereich jedenfalls dauern, aber ja. Das wäre schon heftig. Machen die bestimmt nicht, das ist die größte Einnahme, die sie haben. Die machen einfach ein neues WoW, fertig. WoW 2. Keins mehr der 3000 DLCs, ja. Ja, die machen einfach ein ganz neues. Es ist dieselbe Welt, dieselben Charakteren, alles dieselbe Grafik. Es heißt einfach WoW 2. Es heißt WoW Ghosts. Moment. Okay, ja, da bist du jetzt falsch. Oh, geil. Nächste Woche kann ich mir mein Game Tab holen. Endlich mit Tablet zocken ist geil. Wieso? Naja, ich ersetze meine Maus für manche Spiele mit einem Tablet. Einfach, okay. Um besser spielen zu können. Wieso? Maus ist viel besser? Nö, für die meisten Spiele, die ich spiele, nicht unbedingt. Was spielst du denn für komische Spiele? Ozu zum Beispiel. Da ist auf jeden Fall nötig, sowas zu machen. Spielt das schon Ozu? Modardo. Der zockt das auch. Oh, du hast schon wieder einen Namen verwendet. Meine Güte, kannst es nicht lassen. Schon wieder 100 Euro. Ach, ich mache ja mein Geld damit. Auch schön wär's. Nein, du musst 100 Euro bezahlen. Ja, kann doch bezahlen, easy.
Wieso muss ich bezahlen, wenn ich die Namen der deren Leute erwähne? Das ist weil du weil du ein ganz schlechtes Bild auf die Leute geworfen hast. Ganz schlechtes Bild. Stimmt, weil ich auch gesagt habe, dass Modadok. Bitte beende deinen. Oh, ein Glück gibt's nicht endlose Stille hier bei dieser Konfi. Es ist immer der Rauschen, das ist das Rauschen von Blub zu hören. Ja, siehst ja, du, also, so leiste ich auch mal einen Beitrag. Ich muss jetzt los essen und sowas. Tschüssi, tschüss. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, Leute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Oh. Oh, endlich ist er weg. Sind noch auf dem Server? Ja. Vulva. Akku. Silvester. Akkumania. Wir sind, in Wahrheit sind wir Geschwister. In Minecraft. Ich glaube, ich rechne das mal nach dieser Aufnahme irgendwie aus, wie oft jeder mittlerweile gestorben ist. Das würde mich mal genau interessieren. Das ist bei mir recht einfach. Weil auch generell in Minecraft oder so ist es ein wenig witzlos, bei mir so einen Death-Counter zu machen. Ich möchte jetzt nicht angeben oder so, aber ich sterbe einfach sehr selten. Bei mir wäre so ein Death-Counter zwar voll nützlich, aber bisher bin ich ja ganz gestorben, also. Ja. Wurdet ihr ja nicht schön zu Weihnachten beschenkt? Na, natürlich. Ich habe endlich ein paar ordentliche Kopfhörer bekommen. Oh, das bräuchte ich auch mal. Das hätte ich mir wünschen können. Ja, so richtig schön um die Ohren umschließende. Das hört sich so cool an. Ich habe immer noch meine Premium-Kopfhörer mit dem übelsten Wackelkontakt. Also ich habe ja meine. Ja, das ist Premium. Das sind Kick-Kopfhörer, ne? Genau. Die Musik ist schon wieder so laut. Ich verstehe immer diesen Windows Media Player nicht. Ich habe die Lautstärke auf 1. Es fliegt mir trotzdem die Ohren weg. Ich hasse Windows Media Player. Was nutzt du denn? Ich hatte mal eine Zeit lang VLC Player. Aber der hat mich auch nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Der wurde ja als illegal erklärt. Ja? Ja, weil er irgendwie damit. Weil er irgendwie damit. Hatte. Du musst wirklich mal an deinem Internet schrauben. Man will dir gerne zuhören, aber die Sätze kommen einfach nicht rüber. Oh Mann, ey. Ich finde hier nichts außer Kohle, unglaublich. Ich habe bis jetzt mal in dem Biom noch gar keine Höhle gefunden. Hä? Was ist das denn hier? Okay, jetzt bin ich in irgendeinem anderen Gang von jemandem rausgekommen. Lol. Ach ja, genau, Sand wollte ich wegpacken. Was? Das fragst du dir? Ja, hab schon 13 Stacks. Nicht. Und was habt ihr so zu Weihnachten bekommen? Wenn wir schon mal bei der Frage sind.
Also bei mir ist es eigentlich recht überschaubar. Meine Eltern haben mich gefragt, was ich brauche. Ich habe gesagt nichts und ja, meine Eltern. Du hast nichts bekommen. Meine Eltern sind so von dem Style her, ja, wenn er nichts braucht, dann braucht er nichts. Wer kriegt da Geld? Zum Beispiel. Aber jetzt nichts so irgendwie Spezielles. Achso. Also ich habe bekommen eine Ehre, die ich aber im Stimmen gleich mal die erste Seite geliefert habe. Ich hätte den Verstärker anschließen sollen. Dom, dom, dom. Und, was habe ich noch bekommen? Eigentlich voll viel. Meine Gamer-Maus für 120 Euro. Sag bitte noch die Firma an, die Marke, bitte. Cyborg, essen Sie ja Madcats, das ist die MMO7. So, jetzt wissen es alle. Ja, keine Ahnung, was war es noch? Also wirklich viel zu viel eigentlich. Ein paar Mangas und ein Handy.